Hi, ich bin der Günther, ich komme aus eurer Bude. Ja, wenn ihr dieses Video seht, dann wird entweder innerhalb der nächsten 2 Wochen Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns Reborn Hopes beginnen, was ihr merkt, wenn ich später mal sage, wann das Projekt ungefähr beginnen soll und es für euch schon in naher Zukunft ist oder vom Upload dieses Videos her, oder wenn das Video, in dem meine gesamte erste Fanfiction vorkommt, 3,5 Stunden lang die 1000 Klicks erreicht. Heute, wo ich das aufnehme, haben wir den 30. Januar und ich nehme das Video jetzt auf, weil ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Die 870 Klicks stehen derzeit auf der Marke. Ich rechne damit. Wenn ich schätzen müsste, will ich sagen, ihr seht dieses Video am 4. Februar. An einem Montag. Und heute geht es darum, das Ganze hier ist für mich die Folge 0 von Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns Reborn Hopes. Ich werde euch heute über einige grundlegende Dinge, über die ich euch schon etwas erzählen kann und möchte, etwas sagen. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist natürlich eigentlich die Story an sich. Und zwar eine Sache, die sehr, sehr wichtig zu wissen ist. Die Orientierung, nenne ich es jetzt, der Geschichte, ist anders. Vielleicht versteht man jetzt nicht sofort, was ich meine, aber... Also, man denkt sich jetzt, natürlich ist die Geschichte an Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition orientiert. Was denn sonst? Und an sich stimmt das auch, aber Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, das Original, war sehr, sehr, sehr stark an den originalen klassischen Pokémon Mystery Dungeon Spielen orientiert. Und daher habe ich mich immer so gezwungen gefühlt, solche Dinge wie ein Retterteam, auch wenn ich das in der Endfassung rausgenommen hatte, oder Bereiche, in denen eigentlich Dungeons wären, hineinzubringen, die aber für eine solche Geschichte eigentlich total schlecht sind. Und daher wird Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns, das Reborn Hopes lasse ich ab sofort in dem Video einfach mal weg, wird das Ganze anders machen. Die Story ist an sich vom Grundprinzip her, was geschieht, natürlich ein Nachfolger zu Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition, aber baut grundsätzlich von den Features und so etwas, nenne ich es jetzt einfach mal, eher auf Undertale auf, als auf Pokémon Mystery Dungeon. Ich finde, das Ganze hat einfach sehr gut gepasst. Dann, wo wir gleich bei dem Thema sind, das werde ich kurz sagen, und zwar das Grundsätzliche, was die Story angeht. Das Grundgerüst, was in der Story überhaupt passiert, besteht daraus. Man hat ja bereits einen Trailer gesehen, dass nur noch die paar Pokémon, die vom Retterteam, nenne ich es jetzt mal, von dem Team aus dem ersten Teil übrig geblieben sind, bestehend aus Latias, Necrozma, Hydropi, Floink und Bisasam. Sie sind eben die einzigen Überlebenden des Teams und die einzigen, die sich noch im Kampf gegen die Übermacht der dunklen Macht, toller Satz, ich weiß, stellen. Und sie finden einen geheimnisvollen Gegenstand, der ihnen weiterhilft. Doch was es war, habe ich noch nicht verraten im Trailer. Und das ist jetzt soweit. Wow. Ich muss sagen, ich kann nicht schnipsen, dafür war das gar nicht mal so schlecht. Zurück zum Thema. Dieser mysteriöse Gegenstand, den sie finden, ist ein Seelensplitter. Es ist, wie der Name eigentlich schon sagt, ein Splitter der Seele einer wohlbekannten Figur aus der Geschichte, Günther. Und dieser Splitter ist natürlich nicht der einzige von Günthers Seele. Es gibt 7 Stück und sie haben 7 Eigenschaften. Die Eigenschaften sind, was wirklich das an Undertale am meisten angelehnt ist, eigentlich dieselben wie die, Menschen in Undertale hatten, die in den Untergrund gefallen sind.
Ich werde jetzt mal noch nicht alle sagen. Man kann ja googeln, was es da zum Beispiel gibt. Wisst ihr was? Bevor ihr es googeln müsst, sage ich es euch einfach. Ich hoffe, ich kann die gerade so auswendig alle aufzählen. Auf jeden Fall haben wir Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, Ausdauer, wobei Ausdauer das Teil der Splitter der Seele ist, den die Helden bereits am Anfang finden. Nee, Ausdauer ist das nicht. Geduld ist das, was sie am Anfang finden. Mut und am wichtigsten. Eigentlich würde ich das Ganze Entschlossenheit nennen, aber da habe ich jetzt einfach mein Vetorecht eingelegt. Ich mag nämlich das Wort Entschlossenheit nicht. Es ist eine tolle Begründung, ich weiß. Deswegen habe ich einfach das englische Wort für Entschlossenheit eingedeutscht und die letzte und wichtigste Fähigkeit und der wichtigste Splitter für Günthers Seele ist die Determination. Oder eben das original englische Wort Determination. Und diese Splitter müssen die Helden finden, um Günther zurückzuholen und eine Chance gegen die dunkle Macht zu haben. Doch wo wir gerade bereits dabei sind. Die Hauptcharaktere von Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition waren Günther und Lord Ecke. Doch wer übernimmt dieses Mal denn die Rolle des Hauptcharakters oder der Hauptcharaktere? Das Ganze muss ja jemand anderes sein, weil Günther und Lord Ecke könnten eventuell verhindert sein. Ich möchte jetzt für die, die die erste Story nicht gesehen haben, nicht zu viel spoilern, aber ne? Guckt es euch besser an. Die beiden können halt schlicht als Hauptcharaktere agieren. Dabei ist jetzt die Frage, wer übernimmt diese Rolle jetzt? An sich ist es am Anfang vor allem wirklich sehr schwer zu sagen, wer diese Rolle übernimmt. Denn das ist auch eine Sache. Ich habe mich entschieden, in Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns die Hintergrundgeschichten und Verbindungen der einzelnen Charaktere sehr weit in den Vordergrund zu rücken, weshalb wirklich ein großer Teil oder zumindest ein auf jeden Fall nicht kleiner Teil der Geschichte daraus besteht, dass jeder Charakter ein eigenes Kapitel bekommt, wobei die Kapitel auch deutlich länger sind als die aus der ersten Geschichte. Ich plane damit, kommt aber auch aufs Kapitel an, so im Durchschnitt ein Kapitel eine Folge zu machen. Und wie gesagt, an sich hat jedes Pokémon aus dem Team ein Kapitel, was es nicht leicht macht, einen Hauptcharakter festzumachen. Aber an sich, es gibt zum Beispiel ein Kapitel, bevor es damit überhaupt losgeht. Das Pokémon, das die ganze Geschichte aus seiner Sicht, außer eben diese Kapitel, aufschreibt und somit auch zumindest für mich der Hauptcharakter der gesamten Geschichte wird und auch storymäßig noch wird, ist unser guter alter Freund Floink. Dafür habe ich mich eben einfach entschieden, weil erstens finde ich, ist Floink ein Pokémon. Ich mag das Pokémon einfach. Es ist auch so ziemlich eins meiner Lieblings-Pokémon. Und ich fand es auch für das, was ich alles geplant hatte, ziemlich passend. An sich ist wichtig zu wissen. Pokémon ist auch wichtig zu wissen, was die Gesamtatmosphäre des Ganzen angeht. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition hatte eine Atmosphäre, die jetzt nicht immer total fröhlich war. Aber sie hatte schon eine, finde ich, ja, sie, die Geschichte, hatte schon eine relativ solide Atmosphäre, wohingegen Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns eigentlich das widerspiegelt, das man bereits am roten Himmel im Hintergrund sehen kann. Die Stimmung, die wirklich in der Apokalypse auch auftritt. Das Ganze hat wirklich eine sehr gedrückte und deprimierende Atmosphäre.
was ich persönlich wirklich sehr gut finde, tatsächlich, auch wenn es etwas komisch klingt. Allgemein, ich habe das gesamte Story-Konzept im Kopf und bin zwar relativ weit mit dem Schreiben, aber jetzt noch nicht gerade im Finale oder so. Und wenn ich mir mal den Anfang, ich habe bisher 50 Seiten geschrieben auf Word, wenn ich mir das mal so angucke, muss ich sagen, Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition war gut, finde ich zumindest. Ist echt gut geworden, vor allem für eine erste Fanfiction. Aber Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition Returns wird das Ganze um ein Vielfaches toppen. Das wird absolut... Die Story, finde ich, muss ich mich jetzt mal selber loben. Macht am besten, wenn ihr gerade irgendeine Lüftung von einem Computer anhabt. Macht die mal aus, weil Eigenlob stinkt. Aber das ist mir einfach sehr gut gelungen, diese Story. Dann, damit würde ich eigentlich fürs Erste einmal mit der Story an sich aufhören, darüber zu reden. Und über etwas anderes zu reden. Und zwar über die Art, wie die Videos kommen werden. Und zwar hatten wir es ja in Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition. Es gab ein einheitliches Hintergrundbild, das jede Folge dasselbe war. Und nur beim großen Plot-Twist, Achtung Spoiler, wer die erste Geschichte noch nicht gesehen hat, bei dem sich eigentlich Necrozma als ein Freund und Latias als Antagonistin, auch wenn das ja am Ende auch nicht der Fall war, herausgestellt hat, dann hat sich das Bild einmal geändert. Doch sonst war es immer dasselbe. Dieses Mal wird jede Folge ihr eigenes spezifisches Hintergrundbild bekommen. Aber bitte beschwert euch nicht, es wird dann vermutlich so sein, dass dieses Hintergrundbild oder ein bisschen abgeändert, auch das Thumbnail wird. Ich möchte jetzt auch nicht stundenlang da dann immer dran sitzen. Aber an sich soll dieses Mal jede Folge ihr eigenes Hintergrundbild bekommen. An sich wird das Ganze dieses Mal auch etwas, also wie drücke ich das jetzt aus? Es wird zwar so klingen, als würde ich denken, dass das beim ersten Mal absolut unprofessionell war, aber immerhin Versprecher oder sowas. Ich habe versucht, das Ganze professionell vorzulesen, ist mir, denke ich, auch ganz gut gelungen, außer in der ersten Folge. Da klinge ich so, als würde ich gleich einschlafen und habe alles komplett scheiße monoton vorgelesen. Aber dieses Mal werde ich auch versuchen, da zum Beispiel mit Hintergrund-Soundeffekten zu arbeiten. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel. In Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition gab es oft genug Szenen, bei denen einfach irgendwelche Pokémon, die eben in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen, am Lagerfeuer saßen. Diese Szenen würden jetzt theoretisch, wenn ich Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 1 nochmal machen würde, würden diese Szenen zwar auch den normalen Dialog beinhalten und alles, aber im Hintergrund würde man noch so ein Feuer, Lagerfeuer, so die Geräusche hören. Und das Ganze, um das Ganze einfach atmosphärischer zu gestalten. Ich werde deswegen natürlich nicht auf Hintergrundmusik verzichten, wobei ich auch ein viel größeres und deutlich geileres Sortiment an Musik zur Verfügung habe. Vor allem durch einen Musikremixer, den ich leider erst diesen Winter entdeckt habe, als das ganze Projekt schon hochgeladen war. Und zwar, vielleicht kennen ihn manche, Glitch X City. Genauer gesagt, ich hatte ihn vorher schon mal gefunden, aber ich wusste dort nicht, dass man seine Musik für Videos nutzen kann. Dann ist auch noch der Punkt, dadurch, dass ich das Ganze mit Soundeffekten und jedes Video eigenes Hintergrundbild und sowas habe, wir werden die Videos natürlich nicht ganz so häufig kommen. Aber ich werde schon noch versuchen. Ich werde mich da schon reinhängen und auch versuchen. Ich würde sagen, sobald es kommt, mindestens 2 Folgen oder so in der Woche hochzuladen. Wenn ich nicht mehr hinkriege. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich will aber auch nicht zu viele hochladen, damit das Ganze nicht in einer Woche oder so durch ist. Weil das Ganze wird zwar länger als Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition,
Aber das wäre jetzt nicht gerade 100 Folgen lang. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht wirklich. Das ganze Projekt, so wie der Fortschritt beim Schreiben derzeit läuft, ich kann nicht genau einschätzen, wann es losgehen wird. Ich hoffe und peile an, es wird diesen Frühling beginnen. Da bin ich mir sehr sicher. Und derzeit sieht es, finde ich, es könnte Mitte März beginnen, aber ich denke, es wird gegen Anfang April beginnen. Und somit ist diese für mich nullte Folge von Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns abgedreht. Nochmal vielen Dank an alle, die sich das erste angeguckt haben. Und wer sich auf Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns freut, es wird ein richtig cooles Projekt. Ich kann euch nur empfehlen, reinzuschalten. Auch solche wie du, Baldorius, auch wenn du lieber ein Buch hättest als ein Hörspiel, das geht nur leider nicht. Da würde Nintendo auch nicht mitspielen. Wenn ihr euch drauf freut, sorry, jetzt sollte jetzt nicht gemein sein. Wenn ihr euch drauf freut, dann lasst doch mal ein Like oder wenn ihr es noch nicht habt, ein Abo da. Wir sehen uns vielleicht in irgendeinem anderen Video wie Smash Bros. Oder in Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Returns Reborn Hopes. Bis irgendwann.